Ja, Leute, gern Flowtrail Landstuhl. Heute erst um die Mittagszeit hier, das Wochenende. Scheint aber nicht die Hölle los zu sein. Gucken wir mal, was hier so abgeht. Wird bestimmt ein geiles Video. Bisschen was mit der Kamera experimentieren. Mal gucken, ob es was wird. Bis dann. Ciao. Machen wir langsam vor, oder? Hallo, vor. Alles klar. Ja, Leute, zum Aufwärmen erstmal den oberen Abschnitt rollen. Auch wenn der Abschnitt recht kurz ist, macht er richtig Laune. Also über die Boner und dann unten auf die Jumpkreuze. Wie bereits im vorherigen Video erwähnt, ist die von mir getaufte Thumbline meine Lieblingsline. Naja, können durch sie noch nicht gut, aber ich mag sie recht gern. Hier den Drop habe ich mich bisher erst einmal getraut. An den Tables muss ich auch noch ganz schön üben. Wieder den Schwung verloren. Ja, Leute, wie ihr seht, muss ich die Jumpline noch kräftig üben. Noch nicht so ganz mein Line, du. So, Boner Lock Versuch, die zweite. Auch wenn der Boner nichts Besonderes ist, mag ich ihn unheimlich gerne. Und hier mal von außen. Sauber. Alles klar. Weil es so schön war, nochmal ganz von oben und gucken, was passiert. Was ist, da ist der Drop. Ja, Leute, Erik und Ian sind etwas später gekommen und hier das erste Mal gefahren, deshalb habe ich ihm hier den Drop mal angesagt. Oh yeah, oh yeah. Und eins weiß ich, ich sollte mal länger festschrauben. Ich glaube, ich schraube mal länger, bis ihr fest. Ja, das wäre eine Idee, ja. Das haben sie vorhin mal. Holst du gerade noch mal das Werkzeug raus? Ja. Heiner. Ja, und? Macht trotzdem ja. Spaß, oder? Ja, das ist ein bisschen. Ja, ich muss noch mal länger festschrauben, aber fahr ruhig schon mal. Dann treffen wir uns einen Jobleitende. Dann. Thank you.
Alles klar. Ach ja, ich mag diese Fampline unheimlich, vor allem den Boner liebe ich total. Ja, jetzt muss ich den Drop noch ein paar Mal üben, dass der einfach normal wird. Fehlt immer ein Stück, so eine Scheiße. Jo. So, jetzt auch mal hier von außen mit der X3 gefilmt. Also ich finde die Außenaufnahmen sau cool. Wie seht ihr das? Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, liked das Video, kommentiert das Video. Ich werde versuchen in Zukunft mehr mit der X3 zu filmen. Die GoPro wird sicher nicht ganz abgelöst, aber naja, wir werden sehen, was kommt. Bis zum nächsten Video, bis dann, ciao.